Aber dann war es mir egal. Ach, jetzt hat er abgeschlossen. Mist, aber wir können vielleicht hier vorne in den Durchgang. Die ist auch gut. Ich bin ja schon zum zweiten Mal, glaube ich, hier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich freue mich dann erstmal, dass man nochmal eingeladen wird. Heißt ja, dass das erste Mal nicht ganz so schlimm gewesen ist. Und ich finde es eigentlich generell so Veranstaltungen, Jugendveranstaltungen, junge Erwachsenenveranstaltungen, wo viele Leute zusammenkommen, mag ich irgendwie. Oh no! Das ist doch unsere Abi-Zeitung. Aus der Abi-Zeitung? Ja. Und wer bist du? Ich bin der, bei dem Jörg Pilawa nicht auf dem Schoß sitzen wollte. Das heißt, du bist mit Jörg Pilawa in die Schule gegangen? Ich hoffe, ihr habt jetzt Respekt vor mir. Ich war mit Jörg Pilawa in einer Stufe. Mit Licht oder bist du fertig? Okay, wo kommst du her? Ich komme aus Lübeck. Aus Lübeck? Das heißt, den kompletten Weg jetzt. Wie war's jetzt unterwegs? Der Weg hierher? Schöne Fahrt. Ja? Wir haben ein bisschen geschlafen unterwegs und Musik gehört, gesungen und schon mal zur Stimmung gebracht. Und, ja. Was hast du gegessen? Gegessen eine Banane. Okay. Ich kann mich noch so gut vorbereiten, ja. Das kann alles so hohl und leer sein, wenn Jesus es nicht benutzt. Aber wenn Jesus nur einen Halbsatz benutzt und einen Menschen davon so anschüsselt und berührt, dass er sein Leben verändert, dann freut mich das, dann hat sich das gelohnt. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr den Weg gefunden habt zu dem Pluskongress 2015. Also was zeichnet euch aus? Was habt ihr getan, um hier moderieren zu dürfen? Ich durfte das nie. Ich habe hier auch mal eine Ausbildung gemacht. Und jetzt bin ich hinter der Kamera gelandet. Ja, wir können es halt. Vielleicht macht die Lady First. Also ich habe mich da gar nicht drum beworben, sozusagen. Sondern ich wurde angefragt und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Du spannst meinen Kopf aber ganz gut ein, ne? Die Ohren sieht aus so lang. Mit den Ohren? Ja, die stehen abgeknickt. Ja. Ich bin mit dem Leitungsteam und dann hieß es ja, Daniel, was machst du dann eigentlich hier an Plus? Und dann haben gesagt, ja, ich könnte ja moderieren. Ich sagte, ja, dann mache ich das mal. Heute spreche ich über Sicherheitscheck. Wie sicher muss mein Leben sein? Und ich will versuchen, auch aus meinem Leben zu erzählen, wo ich Sicherheitszonen verlassen habe, ja, wo mir das geglückt ist, auch um die Leute irgendwie zu ermutigen, das selber auch zu tun. Kann ich mal was für Gott wagen und mich mal einsetzen für ihn. Warum heißt Plus Plus? Wir glauben, dass Plus eine super Möglichkeit ist, junge Erwachsene zu verbinden in einem Kongress, wo es sich wirklich lohnt. Und letzten Endes ist es ein Kongress, wo die mal auftanken können. Also wir merken das selbst, unsere jungen Erwachsenen sind die Basis unserer EC-Arbeit, weil das sind die Mitarbeiter, die Woche für Woche ranglotzen. Und wir erleben oft Jugendtreffen, wo die auch ranglotzen, aber die selber auftanken können. Und das ist das Besondere an Plus, dass sie wirklich kommen können und einmal im Jahr mal sagen können, hey, ich kann mich hier reinlehnen und auftanken und hoffentlich gestärkt nach Hause gehen. Ich spiele heute Abend die mysteriöse Köchin, die die Leute auf der Bühne bekocht und denen was zu essen bringt, den Referenten und Moderatoren. Genau, und bringt so ein bisschen Verwirrung in das Ganze. Was macht dir daran Spaß? Ich mag es, auf der Bühne zu stehen und ich glaube, dass die Leute verwirren, das wird ganz lustig. Dann, wenn jeder sich so fragt, so, hä, was macht die da? Wie ist das eigentlich mit der Wurst? War ja jetzt diese Horrormeldung, ne? Wurst und Fleisch, krebserregend und sowas. Wie machst du das? Ich habe ja im Moment die Theorie, letzten Endes ist das, was jetzt nur noch sicher scheint bei der ganzen Nahrung, scheint ja Chemie zu sein. Ja? Da weißt du, was drin ist. Da weißt du, wie viel dein Körper vertragen kann und all diese ganzen, alle natürlichen Sachen scheinen ja irgendwie gerade krebserregend oder nicht so gut oder geschädigt oder keine Ahnung was zu sein. Also von daher, ich esse weiter. Ich grill auch weiter.
Müsli habe ich gegessen. Müsli? Müsli gab es bei uns heute Morgen auch, weil die Kinder unter dem Müsli haben. Ich bin total der Müsli-Fan. Also das macht schön lang satt und... Ja, findest du? Ja, schon. Wobei ich ja immer noch finde, wir sollten weniger über Sicherheit reden, weil gerade auch so in unseren Gemeinden, wir machen ganz viel mit Sicherheit. Ja? So, wir haben unsere sicheren Sonntagsvormittagsveranstaltungen, da ist ganz viel sicher. Und ich glaube einfach letzten Endes, ein Glaube ist viel mehr. Ne? Also gerade weil Christen wissen, dass ihr Leben sicher ist, in Gottes Hand, glaube ich, dass sie viel mehr Sicherheit aufgeben können. Thank you.